Ihr wollt wissen, wie ihr mit diesen weißen Aufklebern eure HomeKit-Geräte steuern könnt? Bleibt dran und erfahrt es in diesem Video. Jeder, der meinen Kanal verfolgt, der wird wissen, dass ich zurzeit meine Wohnung nach und nach mit mehr smarten Geräten ausstatte. Und auch wenn die Sprachsteuerung über Siri sehr gut funktioniert, so gibt es einfach Momente, in denen es entweder total unpraktisch ist, einen HomeKit-Befehl laut auszusprechen, oder es auf Dauer einfach extrem nervig ist, für jedes Licht einschalten vorher mit Siri zu sprechen. Und für jeden, der in diesem Moment dann nicht erst die Home-App auf seinem iPhone öffnen will, für den kann ich eben diese kleinen Aufkleber empfehlen. Denn bei diesen Aufklebern handelt es sich um sogenannte kleine NFC-Tags, mit denen ihr verschiedene HomeKit-Automationen auslösen könnt. NFC bedeutet dabei Nahfeldkommunikation und dürfte euch vielleicht von Apple Pay oder dem kontaktlosen Bezahlen mit EC-Karten bekannt sein. Und hier passiert im Endeffekt nichts anderes. Auf der Rückseite der Aufkleber ist eine Spule angebracht, die ein Signal über eine sehr, sehr kurze Distanz sendet. Doch wie hilft uns das jetzt, unsere smarten Geräte zu steuern? Nun ja, über die App Kurzbefehle von Apple lassen sich sogenannte Automationen programmieren, die automatisch dann starten, sobald euer iPhone in die Nähe von so einem NFC-Tag kommt. Wir öffnen also die Kurzbefehle-App auf unserem iPhone und klicken zunächst unten in der Mitte auf Automation. Hier werden einem dann alle Automationen angezeigt, die man entweder hier oder in der Home-App eingerichtet hat. Wir klicken dann oben rechts auf das Plus und legen damit eine neue Automation an. Hier wählen wir dann persönliche Automation erstellen und wählen fast ganz unten die Möglichkeit NFC aus. Anschließend klicken wir auf Scannen und halten den NFC-Tag an unser iPhone. Sobald wir dazu aufgefordert werden, haben wir dann die Möglichkeit, den NFC-Tag zu benennen, und wenn man dann rechts auf Weiter klickt, kommt man anschließend dazu, eine Aktion hinzuzufügen, die durch diesen NFC-Tag ausgelöst werden soll. Wir suchen also nach Home und wählen dann mein Zuhause Steuern aus. Unter Szenen und Geräte kann man dann die Geräte und Szenen auswählen, die man steuern möchte. Wir wählen jetzt einfach mal das Standlicht in der Küche aus, das ich mit dieser Automation aktivieren will. Unten rechts hat man dann nochmal die Möglichkeit, die Automation zu testen, und wenn man dann oben rechts auf Weiter klickt, dann sieht man noch einmal eine komplette Übersicht der erstellten Automation. Hier ist es jetzt wichtig, das vor Ausführen bestätigen zu deaktivieren, ansonsten müsst ihr später jeden Automationsauslösung am Handy nochmal extra bestätigen. Klickt man dann auf Fertig, kann es eigentlich schon losgehen. Wir kleben also den Tag zum Beispiel zum Eingang der Küche, und immer wenn wir unser Handy an diesen NFC-Tag halten, dann geht in der Küche das Licht an. Okay, wir haben uns also gerade mit vergleichsweise hohem Aufwand einen Lichtschalter gebaut. Aber ich wollte euch damit doch eigentlich nur das Prinzip erklären. Da mit jedem NFC-Tag jede zuvor eingestellte Automation ausgelöst werden kann, ergeben sich hierdurch fast unbeschränkte Möglichkeiten. Ich habe mir zum Beispiel jeweils einen an meinem Nachttisch als auch an der Wohnungstür installiert, mit dem sich einfach alle smarten Geräte in meiner Wohnung auf einmal ausschalten. So kann ich abends, ohne meine Freundin zu wecken, alles ausschalten und vergesse auch nicht, etwas anzulassen, wenn ich das Haus verlasse. Wenn dann zum Beispiel so Geräte wie der eigene Herd durch solche Automationen ausgeschaltet werden, hat man schon mal wieder eine Sorge weniger. Und wer sich jetzt fragt, wie teuer der ganze Spaß ist, eine 10er Packung dieser Tags gibt es bei Amazon schon für ca. 7 Euro. Also einen Tag für gerade mal 70 Cent. Also Leute, seid kreativ und schreibt mir mal eure Ideen für die Einsatzmöglichkeiten solcher NFC-Tags in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video, also macht's gut und bis bald.